Herzlich willkommen bei Schatten-PV. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Pilontech-Batterie an dem Victron-System anschließt. Wir brauchen einerseits das MultiPlus 2 als Wechselrichter. Dazwischen haben wir das Servo GX hängen als Datenzentrale, die alle Geräte miteinander vernetzt. Und dann eben den Pilontech-Akku. Da kann man mehrere von miteinander verschalten, das zeige ich euch gleich. Zuerst müssen wir das MultiPlus 2 mit dem Servo verbinden. Dafür gibt es hier zwei VE-Bus-Anschlussmöglichkeiten. Das ist egal, welche man hier nimmt. Und entsprechend auf der anderen Seite am Servo auch ein VE-Bus. Das wären diese zwei Ports. Wichtig ist, wenn wir dann das Pilontech verbinden, das funktioniert über CAN-Bus. Das sind diese beiden Ports hier am Servo. Wenn das quasi das Ende von der Busleitung ist bei CAN, brauchen wir diesen Stecker, der die Leitung quasi abschließt. Gehen dann zu dem, wenn wir mehrere Pilontech-Akkus haben, zu dem obersten, der quasi der Master ist in dem System. Und verbinden dann noch mit den kurzen Kabeln, die bei den Pilontech-Akkus liegen, eben von dem Linkport 1 auf Linkport 0 immer zu dem nächsten Slave-Gerät. Wenn wir noch ein drittes hätten, wird es wieder hier von Linkport 1 auf das drunterliegende gehen, wieder an Linkport 0. Hier links kann man Adressen einstellen, ist aber normalerweise nicht notwendig bei dem System. Die Pilontech werden von elektrischer Seite aus parallel geschalten. Da liegen ebenfalls diese kurzen Kabel bei den Pilontech-Akkus. Das könnt ihr aus der Anleitung entnehmen, dass da nichts passiert. Also immer Minus an Minus und Plus an Plus. Und jetzt kommt es eigentlich zum trickreichsten, sage ich mal. Es gibt dieses Victron VE-CAN zu CAN-Bus BMS-Kabel. Da gibt es Typ A und B, das ist ganz wichtig. Typ A ist für die US-2000C und US-3000C. Und Typ B ist für US-2000 Version B Plus und Plus 95. Das sind meines Wissens die, die man im Moment am Markt zu kaufen bekommt. Hier links sieht man das Kabel mal abgebildet, wenn man das Originale nimmt. Da sind auch Beschriftungen. Die Victron VE-CAN-Seite ist eben die, die am GX eingesteckt werden muss, und die Battery BMS-CAN Typ A ist das, oder B, was dann an die Pilontech ran muss. Hier habe ich mal ein Bild von meiner Anlage gemacht. Hier sieht man, ich habe das Typ B-Kabel, weil ich die US-2000 Plus Batterien habe. Und hier sieht man diese Verbindung mit dem kurzen Kabel von Linkport 1 vom Master zum Linkport 0 am Slave. Gut, nachdem ja viele Leute immer selber bauen möchten und das Kabel vielleicht gerade nicht lieferbar ist oder vielleicht einfach zu teuer ist, weil es ja eigentlich nur eine gewisse Art von Netzwerkkabel ist mit einer speziellen Belegung, kann man das ja ohne Probleme selber bauen. Was ich gemacht habe, ich habe das als erstes mal einen Kabeltester gehangen, und was man hier sieht, hier sind zwei Zuordnungen, die man erkennen kann. Ich habe mir das Kabel dann genauer angeschaut und habe es auch gemessen, und es ist so, es sind drei Verbindungen. Hier links sieht man die Seite am GX. Hier sind alle acht Adern aufgelegt. Das ist eine Standardbelegung. Und hier rechts sieht man, dass drei Adern ankommen beim Pilontech. Und von der Zuordnung her schaut es dann wie folgt aus. Also am GX, ich habe hier die Farben hingeschrieben, wie sie auf der GX-Seite aufgelegt sind. Habe hier die Pins durchnummeriert. Und es geht dann das grün-weiße, die grün-weiße Ader von 3 auf Pin 2, die braun-weiße Ader von Pin 7 auf Pin 4 und die braune von Pin 8 auf Pin 5. Gehen nochmal zurück. Hier sieht man das auch nochmal. Also hier ganz rechts ist die braune Ader, die kommt dann hier raus. Die braun-weiße kommt hier raus. Und die grün-weiße, die hier beginnt, kommt einen Pin weiter links auf 2 raus.
Wenn ihr das alles richtig gekrümmt habt und angeschlossen habt, müsste das GX dann den Pylontech Akku von selbst erkennen. Man sieht dann die Spannung, den aktuellen Ladestrom, Leistung, State of Charge, State of Health und die Temperatur. Und hier entsprechend dann im VRM-Portal. Das war's auch schon wieder für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst das Abonnieren nicht und die Glocke, dann verpasst in Zukunft keine Videos. Für die restlichen Einstellungen von MultiPlus verlinke ich euch nochmal ein anderes Video von PandaSolar. Die haben das sehr gut erklärt, was das ESS-System angeht und so weiter. Das brauche ich nicht nochmal machen. Schaut euch das an. Damit habe ich auch meine Anlage eingerichtet bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Helmut.